Mein heutiger Gast ist Jim McComb. Jim und seine Frau Sally haben sich kürzlich unserer Gemeinde angeschlossen. Daher freue ich mich über die Gelegenheit, mich heute mit ihm zu unterhalten. Jim arbeitete 30 Jahre lang als Finanz-, Marketing- und strategischer Manager für führende amerikanische Unternehmen. Er ist ein gefragter Business-Coach, Redner und Berater. Heute liegt sein Fokus allerdings darauf, über seine unentdeckten Horizonte zu sprechen. Heißen Sie bitte mit mir Jim McComb willkommen. Sie haben Undiscovered Horizons, The Ultimate Destination, Life's Most Incredible Odyssey geschrieben. Worum geht es bei diesen unentdeckten Horizonten? Zuerst einmal weiß ich, dass die meisten Leute denken, dies sei ein Interview über Sie als Geschäftsmann. Aber dies ist ein Interview über himmlische Schätze, wie Sie es vielleicht ausdrücken würden. Richtig, es war am 6. Juni 2011, als ich auf einem Operationstisch einer Klinik lag. Ich starb während der Notoperation und wachte im Himmel auf. Ich hatte nicht nur die Gelegenheit, Christus zu begegnen, sondern eins mit ihm zu werden. Ich hatte die Möglichkeit, mit seinen Augen Gottes Absichten zu sehen, nicht nur in Bezug auf mein Leben, sondern auch für unser aller Leben. Ich habe nicht nur gelernt, dass wir alle dieselbe ewige Bestimmung teilen, die Errettung durch Jesus Christus, sondern dass Gott vom Tag unserer Geburt an eine persönliche Bestimmung auf uns legt, die nur uns gegeben wird. Daher ist der Buchtitel tatsächlich göttlich inspiriert, Undiscovered Horizon. Unentdeckter Horizont ist in Wirklichkeit eine Bestimmung, die die Person, die Gott damit betraut hat, noch entdecken muss. Dieses Buch hilft Ihnen bei dieser Entdeckung. Die ultimative Bestimmung als Untertitel spricht von der Erfüllung Ihrer Bestimmung und die unglaublichste Odyssee des Lebens handelt von der Reise, wie man dahin gelangt. Das ist faszinierend. Ich bin fast eifersüchtig auf die Menschen, die diese Art der Erfahrungen gemacht haben. Eine Menge dieser Nahtoderfahrungen können auch sehr unterschiedlich sein. Ich möchte gleich mit Ihnen darüber reden, aber zunächst einmal, dieses Buch zu schreiben war in vielerlei Hinsicht ein ziemlicher Kampf. Warum? Ja, Bobby, es hat 8 Jahre gedauert, um dieses Buch zu schreiben. Wenn jemand von Ihnen jemals ein Buch geschrieben hat, wissen Sie, dass dies eine lange Zeit ist. Aber das Problem war in den ersten 6 Jahren, dass ich nicht auf Gott hörte und nicht auf die Zeichen achtete. Ich hatte all diese Vorstellungen von Bestimmungen, die mir im Kopf herumschwirrten, aber ich hatte keine Ahnung, wieso sie da waren. Ich schrieb an einem Buch, doch ich wusste nicht, warum. Dann wachte ich plötzlich eines Tages im Himmel auf und alles fügte sich zusammen. Mir wurde klar, dass dieses Buch ein Ziel hatte und das Ziel ist wirklich wichtig. Ich weiß nicht, ob irgendjemand es weiß oder nicht, aber an jedem Tag gibt es 20.000 Google-Anfragen nach dem Sinn des Lebens. Wenn man sich das ausrechnet, kommt man auf 7 Millionen Anfragen pro Jahr. Google geht davon aus, dass es bei jeder Suche noch 3 oder 4 Leute gibt, die an dem Thema interessiert sind, aber nicht suchen. Viele Leute sind also daran interessiert und dieses Buch enthält das, was ich direkt von Christus darüber gelernt habe, wie wir nicht nur unsere Bestimmung entdecken, sondern wie wir lernen können, sie zu erfüllen. Wenn Sie das Buch lesen, werden Sie es wissen. Ich denke, dass viele Leute, wenn sie die Geschichte von jemandem hören, der in den Himmel kam, immer jemanden erwarten, der etwas seltsam ist. Vielleicht anders als der normale Durchschnittsbürger, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber ich habe mit einer Reihe von Leuten gesprochen und es ist erstaunlich. Wie eine Frau, mit der ich darüber sprach. Sie war eine Neurochirurgin in einer Klinik. Sie machte eine ähnliche Erfahrung, als sie bei einem Unfall beim Kajakfahren starb. Wissen Sie, ihre Freunde waren Ärzte und brachten sie zurück ins Leben, nachdem ihre Lungen voll Wasser waren. Es verblüfft mich, wie viele normale Leute so etwas erleben. Sehr intelligente Leute. Sie sind ein Geschäftsmann. Wissen Sie, Sie sind kein Geistlicher. Sie sind nicht irgendein Guru oder so etwas. Sie sind in der Geschäftswelt zu Hause und Sie haben dieses unglaubliche Erlebnis gemacht und Sie teilen es mit der Welt. Sie, wie jeder andere auch, der diese Erfahrung gemacht hat, glauben ohne jeden Zweifel, dass dies etwas Reales war. Es war kein Traum. Es war keine Halluzination. Wie können Sie das wissen? Was lässt Sie das glauben? Ich weiß es, weil ich die ganze Zeit dort war. All meine 5 Sinne waren vollkommen beteiligt. Ich konnte fühlen, ich konnte hören. Ich hörte wundervolle Musik, von der ich zuerst dachte, es sei ein Orchester. Ich hörte etwas genauer hin und es waren Stimmen, die so eng miteinander verwoben waren, dass sie sich so anhörten wie die Instrumente da drüben.
Aber ich wachte in einem Raum auf, der genauso wirklich fassbar und greifbar war wie dieser Raum hier. Gab es dort Wolken auf dem Boden? Nein. Sie wissen, dass sich jeder das so vorstellt. Irgendwie sind überall Wolken. Nein, als ich aufwachte, dachte ich, ich sei in dem Haus von irgendjemand anderem. Und um ehrlich zu sein, weil ich keine Erinnerung daran hatte, wie ich ins Krankenhaus gekommen war, hatte ich auch keine Erinnerung daran, wie ich gestorben bin. Es gab keinen Tunnel. Auch meine geliebten Angehörigen waren nicht da. Die ganze Zeit über, wo ich dort war, sah ich niemanden außer 24 Kinder, bei denen ich Gelegenheit hatte, deren Geburt zu sehen. Das war eine sehr emotionale Erfahrung. Man sieht es von der anderen Seite aus. Doch niemand sagte mir, dass es nicht meine Zeit wäre. Und ich wusste augenblicklich, als die Tür geöffnet wurde, dass der Mann, der eintrat, Christus war, ohne dass er mir vorgestellt wurde. Dann wusste ich, dass ich aus einem ganz bestimmten Grund dort war. Da war niemand, um mir zu sagen, dass ich zurück müsse. Natürlich würden wir gerne die ganze Geschichte Ihrer Erfahrung hören, und Sie schreiben mehr darüber in Ihrem Buch, sodass jeder von uns die ganze Geschichte lesen kann. Doch wie Sie wissen, sind wir zeitlich eingeschränkt, weil es um mehr geht als nur um eine Erfahrung. Gibt es irgendwie eine Lektion, eine bestimmte Lehre, die Sie an Ihre Zuhörer weitergeben möchten? Tatsächlich ist es eine Lehre, die Gott die Zuhörer wissen lassen möchte. Ich habe das Buch geschrieben. Die Gedanken darin sind seine. Er möchte nämlich jeden von Ihnen wissen lassen, dass Sie die wichtigste Person in der Welt sind. Das sollen Sie nicht nur wissen, sondern glauben. Manche von Ihnen mögen sagen, ich kann nicht die wichtigste Person in der Welt sein, ich bin nur eine unbedeutende Person. Doch jeder von uns wird mit einer besonderen Bestimmung geboren, mit der wir von Gott ganz besonders betraut werden. Aus diesem Grund hatte ich Tränen in den Augen, weil ich sah, wie das geschah. Es geschah. Ich sah ihn diese Kinder damit beauftragen. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir eine Aufgabe, die niemand anders hat, niemand. Wenn wir diese Aufgabe nicht erfüllen, bleibt diese unerfüllt, weil es niemanden gibt, der für uns einspringt. Und wie Sie wissen, gibt es zwei bedeutsame Tage im Leben. Der Tag der Geburt und der Tag, an dem Sie herausfinden, warum Sie leben. Heute ist dieser Tag für Sie. Der heutige Tag ist ein Tag der Veränderung für Sie. Im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 18 steht, dass der Glaube lebendig wird, wenn Sie ihn in die Tat umsetzen. Heute ist daher der Tag, wo Sie handeln müssen. Heute ist der Tag. Der Weg liegt vor Ihnen, weil Sie die wichtigste Person in der Welt sind. Hören Sie nie damit auf, das zu glauben, weil Gott Ihnen diesen Weg eröffnet. Er wird immer daran für Sie glauben. Amen. Vielen Dank, Jim. Applaudieren Sie ihm. Danke für Ihre Geschichte. Wir schätzen Sie so sehr. Gott segne Sie. Vielen Dank.